Herzlich willkommen zu diesem Video über lineare Algebra. Und zuallererst möchte ich all den Menschen danken, die diesen Kanal auf Steady oder PayPal unterstützen. In den folgenden anderthalb Stunden seht ihr eine Aufnahme einer Fragestunde, genannt Hörsaalübung, die ich im Sommersemester 2020 gehalten habe. Die mathematischen Themen, die ihr hier finden werdet, sind hauptsächlich die Euler-Normalform, die Singulärwertzerlegung und die Ausgleichsrechnung. Demnach viel Spaß damit! Und ich hoffe, dass meine Erklärungen ein wenig helfen können. Und das können wir direkt mal hier aufschreiben. Stutter Pi habe ich schon rausgelesen. Ihr wollt die Euler-Normalform sehen. Damit würde ich dann auch anfangen. Und dann können wir schauen, wie viel ihr da wirklich sehen wollt. Meine Idee war da jetzt einfach mal ein Beispiel vorzurechnen, damit ihr seht, wie man die, ja, ich schreibe es mal dazu, wie ihr diese Transformationsmatrix x bestimmen könnt. Ja, das haben wir letztes Mal ja weggeschoben. Und diesmal will ich es wirklich machen. Achso, kann man das noch lesen? Ja, das sieht gut aus. Gut, das war ein Stutter-Pi. Jetzt habe ich hier die Singulärwertzerlegung gelesen. Nehmen wir auch direkt mal auf. Also wir sind immer noch in diesen Matrixzerlegungen. Die Euler-Normalform ist eine, die Singulärwertzerlegung ist eine andere. Beide funktionieren eben immer. Oder mit Einschränkungen immer. Hier muss eine quadratische Matrix vorliegen in den komplexen Zahlen. Und hier, ja, die funktioniert tatsächlich immer. Aber auch da haben wir komplexwertige Einträge im Allgemeinen. Was soll denn noch? Ausgleichsrechnung. Das ist auch sehr gut. Das ist das letzte Kapitel im Skript. Ihr habt noch viele Vorlesungen, die ihr dazu anschauen könnt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das bitte. Und ja, hier könnten wir vielleicht ein Beispiel rechnen. Ich denke, das ist ganz hilfreich. Ja, andere Themen? Andere Fragen? Seid ihr noch motiviert? X-Matrix-Beispiel, ja, das habe ich hier notiert mit Transformationsmatrix X. Das werden wir machen. Okay, also ich sehe keine weiteren Fragen. Von daher würde ich sagen, fangen wir an mit der Euler-Normalform. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann einfach reinschreiben. Wie lange bleibt die Hörsaalübung online? Ich beantworte die Frage jetzt für die lineare Algebra 2, die ich gemacht habe. Die Hörsaalübung bleibt online auf jeden Fall bis zur Klausur. Ich werde sie nicht runtermachen. Auch danach eigentlich nicht. Also die bleibt auf jeden Fall online, solange ihr sie jetzt braucht. Und wenn nicht, dann fragt mich nochmal. Bei der Analysis 2 sieht es wahrscheinlich anders aus. Das wisst ihr auch. Von daher, ich kann jetzt nur die Frage nur für mich beantworten. Gut, sehr schön. Ja, dann machen wir die Euler-Normalform. Ich bin das hier mal rüber. Und dann Kapitel Euler-Normalform. So wie letztes Mal. Nur jetzt will ich halt auf die, ja, diese Transformationsmatrix X eingehen. So, ihr wisst, wenn die Matrix diagonalisierbar ist, und vielleicht schreibe ich es nochmal hin. Also wir haben eine quadratische Matrix A. So, und ihr wisst, die können wir zerlegen in drei Matrizen. Einmal X, einmal J. J ist die Euler-Normalform oder eine Euler-Normalform. Ihr wisst schon, die ist nicht eindeutig im Allgemeinen. Aber wir können uns darauf einigen, wie wir es anordnen. Dann ist sie ziemlich eindeutig erstmal. Und wir haben diese Matrix X. Das ist die Transformationsmatrix. Ja, also das ist die, die wir heute ausrechnen werden. So, Transformationsmatrix heißt sie, naja, weil sie halt gerade diesen Basiswechsel notiert, der zum Beispiel bei einer diagonalisierbaren Matrix sie auf Diagonalgestalt bringt. Ja, also dann wäre die Euler-Normalform eine Diagonalmatrix, also nur die Eigenwerte auf der Diagonalen. Und dann würde in der Matrix X gerade eine Basis aus Eigenvektoren stehen. Also das haben wir beim Diagonalisieren ja schon gemacht. Ja, wir rechnen die Eigenvektoren aus und dann schreiben wir die in die Spalten einer Matrix und das ist genau diese Matrix X. Und genauso machen wir es jetzt auch wieder, nur im Allgemeinen gibt es eben nicht genug Eigenvektoren. Und das bedeutet, wir müssen noch mehr Vektoren dazu nehmen, die fehlen. Und die nennt man üblicherweise Hauptvektoren im Gegensatz zu Eigenvektoren. Das ist also eine Verallgemeinerung für diese Euler-Normalform, die man machen muss. So,
Ich schreibe mir das Rezept auf, weil das könnt ihr euch ganz gut merken, wenn ihr jetzt ausrechnen wollt. Also das Erste, was wir machen, also ich habe es letztes Mal schon so aufgeschrieben, jetzt machen wir es für das Komplette, wenn wir auch die Transformationsmatrix ausrechnen. Wir berechnen erstmal die Eigenwerte. So, dann haben wir Eigenwerte von mir aus Lambda 1 bis Lambda k. Ich hoffe, ich habe letztes Mal auch ein k genommen. Darstellungsmatrix mit Monombasis, ja. Wenn die Zeit bleibt, ich will ja pünktlich aufhören. Stellen wir uns ans Ende. Passt jetzt nicht ganz so in die Matrixzerlegung, deswegen, wenn dann am Ende. Eigenwerte Lambda 1 bis Lambda k, so, ich hoffe, ich habe es letztes Mal auch k genannt, die sind paarweise verschieden. So, und dann wisst ihr, also wirklich alle verschieden, das heißt, die können Vielfachheiten haben. Und dann müsst ihr für alle diese Eigenwerte, also für i von 1 bis k, macht ihr die nächsten Schritte. So, also für jeden einzelnen Eigenwert eigenständig macht ihr diese Schritte. So, erstes wäre die Vielfachheiten wieder bestimmen, algebraische und geometrische Vielfachheiten bestimmen. Die legen die Euler-Normalform unter Umständen schon fest. Das seht ihr dann und dann wissen wir auch, wie viel wir noch ausrechnen müssen. Aber für das ganze x brauchen wir auf jeden Fall auch die Vektoren. So, und das kommt jetzt im dritten Schritt. Und da würde ich sagen, berechne die Dimensionen, wenn wir nur die Euler-Normalform brauchen. Aber jetzt brauchen wir mehr. Deswegen würde ich sagen, berechne alle Vektoren. Also berechne die Eigenräume oder jetzt hier den Eigenraum. Wenn wir jetzt ein i fixieren, berechne Eigenraum und die Haupträume. So, Haupträume so viel, wie wir brauchen. Das ist wieder an der Dimension gegeben. Ja, sobald die Dimension des Hauptraumes, den ihr ausgerechnet habt, gerade die algebraische Vielfachheit ist, seid ihr fertig. Ja, also die Haupträume sind die höherdimensionale Kerne. Also der Kern von a minus lambda i Identität, ja, hoch 2, 3, 4 und so weiter. Schreiben wir mal ein L hin. So, und wir gehen so weit, wie wir es brauchen. Ja, das seht ihr dann. Okay, wenn wir das haben, dann können wir das in die Matrix X eintragen, also die Haupträume ausrechnen. Dann würde ich sagen, Jordan-Ketten aufstellen. Jordan-Ketten plus Vektoren aufstellen. Und dann im letzten Schritt 4, wenn wir das für alle gemacht haben, dann können wir die Transformationsmatrix X aufstellen. So, ihr könnt das noch lesen, oder? Ja, falls irgendwas aus dem Bild fliegt, dann müsst ihr es mir direkt sagen. Wie gesagt, Dennis ist nicht da. Der kann mich nicht warnen. Also ihr müsst es auf jeden Fall machen. Gut, soweit Fragen? Nee, also das kennt ihr schon. Von daher ist das vielleicht ganz gut. Dann machen wir ein Beispiel. So, das Rezept steht jetzt da. Ich habe es auf die linke Seite gebracht. Also von daher kann ich das jetzt hier komplett wegmachen und dann schreibe ich mal das Beispiel auf, was wir ausrechnen werden. So, was nehmen wir? Wir nehmen hier genug Nullen. Ich will eine 5×5-Matrix, dann haben wir zumindest genügend Fälle, die auftreten könnten für die Euler-Normalform. Und da müssen wir auch rechnen. So, hier auch 0, 0, minus 1, 0, minus 1, 0, 1, 2, 0. 0, 1, 0, 1, 1. So. Ja, das ist die Matrix, die ich machen möchte. Gut. Die Frage ist, wollt ihr überhaupt sehen, wie man die Eigenwerte ausrechnet? Vielleicht ist das euch auch klar. Also Eigenwerte. So, das brauchen wir nicht mehr. Wollt ihr es sehen? Vielleicht sagt es mal im Chat. Ich kann mal schauen, ob das mit den Poles klappt. Ja, ich muss es leider erst eintippen. So. Genau. So, der Pole ist fertig. Dann kann ich den jetzt auch immer benutzen. So. Also wollt ihr es sehen?
Okay, ja, die meisten wollen es sehen, das reicht mir schon. Dann habe ich so ein Stimmungsbild hier. Okay, ist nicht so schwer, wie ihr seht. So, ansonsten hätte ich das Ergebnis einfach hingeschrieben, weil dann können wir uns auf die anderen Sachen konzentrieren, aber ich mache das, was das Publikum will. So, das ist die normale Gleichung. Wir suchen die Nullstellen. Ja? Also Determinante von dem Ding. Also, vielleicht kopiere ich das mal. Dann sparen wir ein bisschen Zeit. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. So. So, dann passt es hier hin. Ja, so halbwegs. So, Determinante davon, wobei wir auf der Diagonalen halt die Lambdas abziehen. So, also hier steht minus Lambda, hier steht minus Lambda, hier steht minus Lambda, da steht minus Lambda, da steht minus Lambda. Was machen wir jetzt, um die Determinante auszurechnen? Wohlgemerkt, ich sehe es zwar immer wieder, die meisten von euch sollten aber wissen, dass das falsch ist. Wir machen keinen Gauss-Algorithmus hier in A, wenn wir die Determinante von A minus Lambda i ausrechnen wollen. Das können wir erst hier in der Matrix machen. Okay, was machen wir denn jetzt? Habt ihr Vorschläge? Nach Zeilen oder Spalten entwickeln, genau. Perfekt. Genau, und wir nehmen natürlich eine hier, entweder die Spalte oder die Zeile, die extrem viele Nullen hat. Und dann seht ihr schon, naja gut, wenn ich die nehme, dann steht da 1 minus Lambda. Und dann, also ich schreibe es jetzt nicht nochmal ab, ich mache mir jetzt hier das von zunutze und kopiere es einfach nochmal. Dann steht hier die Determinante von dem Rest, ihr kennt diesen Entwicklungssatz, aber das hier ist jetzt halt durchgestrichen. So. Und mehr gibt es nicht. Und das Vorzeichen passt auch. So, jetzt haben wir hier noch eine 4x4-Matrix. Aber ihr seht, wir können genau das Gleiche machen. Block-Dreiecksmatrizen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja, weil wir sehen ja nicht direkt diese Blockstruktur. Da ist vielleicht was, aber das passt von der Größe nicht ganz. Ja, wenn das geht, kann man es machen. Hier sehe ich es jetzt nicht, dass es passt. Ja, da ist keine Null-Matrix hier direkt. Von daher, das geht nicht. Okay, hier können wir das Gleiche nochmal machen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach mal hier farblich rein. Da ist wieder der gleiche Faktor, wieder nach der Spalte. Dann steht hier zum Quadrat und die Matrix wird nochmal kleiner. So, jetzt sind wir hier angelangt, können aber nach der Zeile entwickeln. Auch das seht ihr. Dann wird das Quadrat hier eben zu hoch 3, weil das wäre der Faktor da. Und das wird noch wegfallen. Ja, ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt hier drin mache. Das heißt, nur noch diese 2x2-Matrix bleibt hier über und die können wir ganz einfach ausrechnen. Mit unserem, naja, Diagonale multiplizieren und die Nebendiagonale abziehen. So, das ist eine 3. Das kann ich also machen. Das ist also minus Lambda mal 2 minus Lambda. Das machen wir eine große Klammer. Minus minus 1, also plus 1. Okay? Ist das klar soweit? Ansonsten einfach sagen. Gut, und jetzt können wir hier nochmal innerhalb das ausmultiplizieren. Das wäre also Lambda Quadrat minus, was haben wir? Minus 2 Lambda plus 1. So, und da erkennt ihr auch wieder, das ist Lambda minus 1 zum Quadrat. Also nochmal genau der gleiche Faktor hier, aber dann halt nochmal zweimal. Also was überbleibt, ist wirklich 1 minus Lambda hoch 5. Seid ihr damit zufrieden? Sehr gut, okay. Okay, das heißt, wir haben nur einen Eigenwert. Und so habe ich das Beispiel jetzt auch gewählt, weil ich wollte mich jetzt wirklich auf die Rechnung konzentrieren und nicht auf diese Iteration in dem Rezept, dass wir es für alle einzeln machen müssen. Das kriegt er hin. Ja? Wenn wir es für einen hinkriegen, kriegen wir es auch für zwei hin und so weiter. Also hier haben wir einen und der hat eine relativ hohe Vielfachheit, algebraische Vielfachheit, nämlich 5. So, und das wäre schon mein zweiter Punkt, die Vielfachheiten. Ja, und einfach die nochmal abschreiben. Ist hilfreich, wenn es dann steht. Also Vielfachheiten, jetzt alles für Lambda. Ich schreibe es mal davor. Das passiert natürlich jetzt alles für den einzigen, den wir haben. Also für Lambda 1 gleich 1. Machen wir Punkt 2, dann haben wir die Vielfachheit. Die algebraische ist
Alpha von Lambda 1 ist gleich 5. So, das wissen wir. Das korrespondiert zu einem Jordan-Block der Größe 5. Jordan-Block 5 Kreuz 5. So, die Größe vom Jordan-Block kennen wir also schon. Die geometrische Vielfalt müssen wir jetzt ausrechnen. So, das wisst ihr, wie das geht. Wir rechnen den Kern von A minus Lambda 1 Einheitsmatrix. So, und dann die Dimension von dem ablesen. Also das ist der Eigenraum. So, jetzt kann ich es einfach mal wieder abschreiben. Soll ich nochmal einfach kopieren? Ja, ich muss ja ein bisschen Zeit sparen, weil ich heute auf keinen Fall überziehen darf. So, was haben wir hier? Wir ziehen hier 1 ab, so, das heißt, da steht eine 0. Und da würde ich empfehlen, immer vorsichtig zu sein, wenn man selbst auf Papier rechnet, weil man sehr schnell irgendwo vergisst, was abzuziehen, wenn man die Matrix wirklich so schnell abschreibt, anstatt sie jetzt so zu kopieren. Also da vorsichtig sein, weil wenn es da schief geht, ist alles falsch. Also das nochmal kontrollieren immer, ob das wirklich die richtige Matrix mit der 1 auf der Diagonalen abgezogen ist. So. Okay. Das ist die wichtige Matrix, die wir jetzt durchgängig brauchen. Für diesen ganzen Teil hier, Punkt 2 und 3 und alles, was da dran hängt. Mit der Matrix agieren wir. Und wenn ihr ein Skript schaut, dann hat die auch einen Namen. Die wird kurzzeitig einfach N genannt. Also das ist die N-Matrix. Also nicht mit dem Kern, sondern ohne den Kern. Einfach nur, weil die halt jetzt diese Rolle spielt, immer wieder verwendet wird. Ich werde es jetzt nicht machen. Ich werde es jetzt immer wieder A minus Lambda 1 I hinschreiben, um euch zu erinnern, was es genau ist. Aber ihr könnt es natürlich abkürzen, wenn ihr jetzt selbst rechnet. Das ist kein Problem. Okay, Gauss-Schritte könnt ihr. Sollen wir die noch machen? Oder soll ich einfach schnell das Ergebnis hinschreiben, was nach den Gauss-Schritten rauskommt? Also soll ich die Gauss-Schritte nochmal machen? Explizit. Dann sagt ihr jetzt Bescheid. Okay, ein paar wollen es sehen, aber die meisten wollen es nicht sehen. Von daher, ja, Gauss-Schritte müsst ihr jetzt können, das haben wir auch im ersten Semester schon gemacht. Ihr seht, hier passiert auch nicht so viel. Ihr könnt die tauschen, voneinander abziehen, die Nullzeilen sollten unten stehen, das heißt, die tauschen wir nach oben und dann seht ihr schon, was da hinkommt. 0 minus 1, 1, 0. Die eine können wir behandeln, das heißt, diese 0, 0, 0, 0, 1. Die hier, die steht jetzt da. So, fertig. Und das andere sind noch 0 Zeilen. Auch die schreibe ich gerne nochmal hin. So. Okay, das kommt raus. Pivot-Elemente können wir ablesen. Einmal haben wir das hier. Auch das hier. Und das ist das letzte. Und jetzt wissen wir die geometrische Vielfalt. Das ist die Frage an euch. Was ist die geometrische Vielfalt dieses Eigenwerts? Die geometrische Vielfalt ist immer unser Gamma von Lambda 1. So, sehr gut. Anzahl der freien Variablen. Und die ist nun mal mit 2 Spalten, die zu den freien Variablen stehen, eben genau 2. Sehr gut. So, das heißt, wie viele Jordan-Kästchen innerhalb des Jordan-Blocks gibt es denn? Jordan-Kästchen. So, wie viele haben wir? So, ich interpretiere das mal als die gleiche Antwort, genau. Also wir haben auch 2 Jordan-Kästchen innerhalb des Jordan-Blocks, weil die geometrische Vielfalt legt die Anzahl der Kästchen fest. Auch das haben wir letztes Mal gemacht. So, jetzt kommen die neuen Sachen. Also der Punkt konnten wir schon, jetzt kommt das Neue. So, dritter Punkt, Eigenraum und Haupträume. So, ich schreibe es einfach schnell hin, Haupträume. Und Haupträume heißt es einfach, weil es die Eigenräume halt verallgemeinert und mehr steckt nicht dahinter. Ein Eigenraum wäre auch ein Hauptraum, aber auf dem untersten Level, auf der ersten Stufe. Eigenraum und Haupträume, so ist es richtig. Okay, dann würde ich sagen, rechnen wir direkt mit dem, was wir hier haben, den Eigenraum aus. Ich bringe das mal rüber.
Und überleg mir, was wir überhaupt noch brauchen. Das Rezept haben wir jetzt ja quasi schon. Die Matrix können wir nochmal hinschreiben. Ja, ich glaube, das ist okay so. Ihr seht die Matrix, hoffe ich. Vielleicht eine Zeile nicht. Machen wir es mal so. Okay, Eigenräume, Haupträume. Der Eigenraum steht schon da, weil wir haben ja schon die Rechnung gemacht, das auf Zeilenstufenform zu bringen. Dann können wir nämlich auch ja, die Lösungsmenge hinschreiben, so wie immer. Also der Kern von A minus Lambda 1, 1, Identität, ist gleich. So, schreiben wir es mal hin. Spann von, so jetzt brauchen wir, weil die Dimension eben 2 ist, brauchen wir zwei Lösungsvektoren. Und das am besten immer als Spann aufschreiben, dann hat man schon mal Vektoren, die man hier verwenden kann. Wir wissen, es sind zwei Stück. Wenn wir zwei linear unabhängige wählen, dann ist es auch richtig. Dann gibt es da gar keine Frage mehr. So, natürlich könnt ihr das machen wie immer. Die freien Variablen einführen, Gleichung umstellen und dann das nochmal auseinanderziehen und dann stehen die zwei Vektoren da. Macht das, wenn es nicht direkt klar ist, was da stehen sollte. Alternativ bei so einer Matrix, wo man sehr schnell drauf guckt und sagt, ach, das ist ein Vektor und das ist ein Vektor, dann kann man es natürlich in einem Schritt machen und einfach die Lösungsvektoren direkt hinschreiben. Ja, liegt so ein bisschen an der Matrix und was euch lieber ist von dem Rechenaufwand. Ja, empfohlen ist auf jeden Fall, es richtig zu machen. Also macht das, wo ihr keine Fehler macht. So, okay, seht ihr Lösungsvektoren? Dann würde ich die direkt hier reinschreiben. Ja, wohlgemerkt, wir brauchen zwei linear unabhängige. Ja, ich warte mal kurz. Ja, in der Hoffnung, dass ihr noch da seid. Okay, niemand ist da. Ah, doch, sehr gut. Okay, was haben wir? 0001, 1011. Mhm. Ja, das sind gute Ideen. Sehr schön. Ja, also so kann man es machen. Und so würde ich es empfehlen. Ich würde einen nehmen, der ganz einfach ist. Ich würde die erste Komponente als 1 wählen und dann nur Nullen. Bei denen sehe ich direkt. Ja, weil die erste Spalte 0 ist. Dann ist das auf jeden Fall eine Lösung. So, also wenn ihr so einen seht mit einer Nullspalte, dann direkt den wählen. Einfacher geht es nicht. Einsen und Nullen, eine einzige 1 und dann nur Nullen, ist wirklich das Einfachste. Und den anderen, den wir sehen, ist, naja, wenn wir jetzt hier 1 und minus 1 haben, dann werden die zwei 1 wegfallen und wenn wir sonst Nullen wählen, passt es auch. So, wenn ihr es nicht direkt seht, ist das gar kein Problem, dann müsst ihr halt den normalen Lösungsweg aufschreiben, um das, ja, die Lösungsmenge zu finden. Heute mit 43 Personen doch ein wenig schwach besucht, ja? Muss ich auch sagen, für den Abschluss könnten doch noch ein paar mehr kommen, aber jetzt müsst ihr mitarbeiten. Wenn 43 da sind, müsst ihr halt die Arbeit machen. Okay, aber das läuft schon mal ganz gut, also ich bin froh, dass ihr mitarbeitet. Gut, also wir haben hier unseren Lösungsraum. So, das heißt zwei linear unabhängige Eigenvektoren. Zwei linear unabhängige Eigenvektoren. So, die sind schon mal gut. Wir wissen, zwei linear unabhängige Eigenvektoren müssen in dieser X-Matrix stehen. Ob es die sind, wissen wir aber nicht. Ja, das ist das Problem. Wir können jetzt nicht einfach die zwei reinschreiben, weil wir müssen die Jordan-Ketten bilden. Und die können wir nur bilden, indem wir auch diese höherdimensionale Kerne ausrechnen. Und das sind genau die Haupträume. Das ist der Hauptraum in der Stufe 1 oder auf dem Etage 1, sagen wir. Genau. Und jetzt machen wir die Etage 2. Lambda 1, i hoch 2. So. Ja, schwach besucht hier, aber ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir müssen jetzt das Quadrat von dieser Matrix ausrechnen. Und da ganz gut aufpassen. Ich habe sie hier rot markiert. Das ist die Matrix, die uns interessiert. Nicht die hier. Weil das sehe ich auch gerne in der Klausur öfter. Man hat die Gauss-Schritte gemacht und dann quadriert man plötzlich diese Matrix, weil die einfacher aussieht. Aber um die geht es ja gar nicht. Es geht ja um das Quadrat von dieser Matrix, die jetzt hier steht. A minus 1 auf der Diagonalen. Und das ist diese rote Matrix. So, und die quadrieren wir und dann rechnen wir dort den Kern. So, weil das Quadrieren eigentlich nicht das Problem sein sollte, schreibe ich das Ergebnis einfach mal schnell hin.
es sind extrem viele Nullen. So, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jetzt habe ich schon eine Zeile vergessen. Das sind natürlich immer noch 5. So, und die letzte Spalte, da steht nur was mit Einsen noch. So, das ist schon mal ganz gut. 1, 0, 0. So. Ja, ist ein bisschen verschoben, aber ich glaube, ich habe alle Zahlen eingetragen. Ja. Okay, da sind die zwei Einsen. Das kommt raus, wenn wir es quadrieren. Und da berechnen wir jetzt nochmal den Kern. Und da seht ihr, okay, Gauss-Schritte. Und vielleicht sollte ich es da nochmal dran schreiben, ganz oben, damit ihr seht, dass wir hier Gauss-Schritte gemacht haben. Also hier kommen Gauss-Schritte rein. Und da machen wir jetzt auch wieder Gauss-Schritte. So. Ich spare mir jetzt wieder die Arbeit. Ich kopiere die Matrix von hier, auch wenn das nicht die schönste geworden ist. Aber die können wir wieder verwenden. Es ändert sich nicht so viel. Die eine Matrix hier mit der 1, oder die Zeile bringen wir nach oben und sonst ziehen wir die andere ab. Und das ist, was stehen bleibt. Okay. So, was ist jetzt hier die Lösungsmenge, wenn wir sie wieder als einen Spann aufschreiben? Also auch hier Lösungsmenge bilden, aber dann als Spann von 4 Vektoren aufschreiben. Das macht euer Leben einfacher in dieser Euler-Normalform. Ja, auch hier können wir nochmal Lösungsvektoren ablesen. Spann von 4 Vektoren. So, das ist schon mal sehr gut. Wir machen E1, E2, E3, E4. Sehr gut, weil das ist jetzt perfekt das, auf was ich noch eingehen möchte. Ich schiebe das mal ein bisschen nach links. Denn es ist hilfreich, jetzt die zwei Vektoren von eben hier nochmal zu verwenden. Also ich scrolle nochmal kurz hoch. Wir hatten hier diese zwei blauen. Obwohl, ich muss nicht hochscrollen. Ich habe es ja hier links. Diese zwei blauen, die liegen ja auch in dem Kern hier. Dadurch, dass wir quadrieren, bekommen wir nur eine größere Menge. Der Kern von vorher ist auf jeden Fall eine Untermenge. Ja, ist auf jeden Fall eine Teilmenge von dem vorher. Kann größer werden, muss nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass die zwei Vektoren immer noch in dem Kern hier liegen. Und das würde ich empfehlen, die zwei hier, die dort stehen, hier nochmal zu nehmen. Aus Ausgangspunkt. Also die zwei gar nichts zu ändern und nur zu schauen, was kommt hinzu. Welche neuen Richtungen kommen hinzu. So, und deswegen ist E1, E2, E3, E4 zwar richtig, aber nicht zu empfehlen. Ich würde empfehlen, halt von dem Ausgang weiterzudenken. So, also welche nehmen wir jetzt zusätzlich, die neu hinzukommen? So, E2, ja, genau. Also 1 in der zweiten Komponente. Und dann E5, genau. Das ist auch richtig. Und, oder E4, genau. Wir nehmen mal E5, der sieht schön aus. So. Um auf Nummer sicher zu gehen, wäre es natürlich gut, wieder die Lösungsmenge hinzuschreiben, aber hier sieht man direkt, die sind linear unabhängig. Ja, kann man direkt sehen mit den Einsen. Ja, wenn man jetzt hier versucht, den zu bilden, ja, wird es nichts. Und hier stehen die Einsen genau dort, wo die Nullen stehen. Also ist auf jeden Fall linear unabhängig. Ah, sehr gut. E5 geht nicht. Ja, das war natürlich falsch. E5 ist gerade keiner, weil da steht die 1. Danke fürs Mitdenken. Das sollte natürlich dann doch E4 sein, ja. Genau. Die waren zwar linear unabhängig, aber der war nicht im Kern. Also sehr gut aufgepasst. So, aber E4 geht und natürlich kann man jetzt hier die kombinieren, dann fällt die 1 weg und dann kommt wieder E3 raus, den wir nicht drin hatten. Das scheint also zu passen. Wir können auf keinen Fall den hier produzieren mit den anderen und so weiter. Also man sieht die lineare Unabhängigkeit wirklich direkt. Man kann es nochmal überprüfen. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann ja, sollte man auch die Rechnung ordentlich hinschreiben. Aber oft durch Hinsehen kann man sagen, ja, das sind meine Vektoren. Und das hilft natürlich, das spart Zeit. Okay, Fragen soweit? Sonst würde ich sagen, machen wir noch den nächsten Kern. Das wäre der Kern hoch 3. Wir wissen, dass wir den auch noch ausrechnen müssen, denn hier hatten wir nur ein Pivot-Element.
Das heißt, die Dimension von diesem Kern war 4. Ja, deswegen haben wir auch unsere 4 Vektoren hingeschrieben. Wir brauchen aber 5, weil die algebraische Vielfalt war 5. Und erst wenn wir die erreicht haben, können wir aufhören. Und jetzt wissen wir auch, dass wir die im nächsten Schritt erreichen müssen. Denn irgendwas muss ja hinzukommen. Und das passiert jetzt im nächsten Schritt. Und dann sind wir fertig. Ja, sobald wir diese 5 erreicht haben. So, also 4 reicht noch nicht, machen wir es nochmal. Okay, die Matrix, die von eben, nochmal hoch 3. So, soll ich sie nochmal hinschreiben? Ich kopiere sie mal, damit die Rechnung wenigstens da steht. Also die Matrix, die wir N nennen, um es abzukürzen, die wird kopiert und hoch 3 genommen. So. So, der Kern. Da fehlt noch ein N. Der Kern von der Matrix hoch 3. So, dadurch, dass ihr Quadrat schon ausgerechnet habt vorhin, also das hier, was hier rauskam, wie gesagt, nicht die Matrix, die nach Gauss rauskam, sondern die vorher, das war die wirklich die quadrierte, die können wir verwenden und dann nochmal mit der Originalmatrix N multiplizieren. Ja, also nehmt die und dann nochmal mal dieser roten. So rechnet man es üblicherweise. Ja, natürlich könnt ihr das als Nebenrechnung irgendwo hinschreiben, erstmal Potenzen ausrechnen und dann hier einfügen. Ist vielleicht auch übersichtlicher, aber ihr seht, ihr könnt immer die Rechnung verwenden von vorher. Ihr fangt nie bei 0 an. So, auch hier schreibe ich die Lösung einfach hin. Und ja, das wird ziemlich einfach, weil ihr seht, mit der Matrix von vorhin stehen nur diese Einsen in der letzten Spalte. Das heißt, da kommen sowieso schon sehr viele Nullen rein. Und tatsächlich wird es komplett die Nullmatrix werden. So, es wird die komplette Nullmatrix, weil wir nur den Eigenwert hatten. Haben wir mehr als einen Eigenwert, dann kann da nie die Nullmatrix rauskommen. Aber es muss eine Matrix rauskommen, wobei der Kern gerade diese algebraische Vielfalt ist. Und die hat 5. Das heißt, hier bleibt nichts anderes übrig als die Nullmatrix. Aber denkt nicht, dass immer die Nullmatrix rauskommt irgendwann. Ja, es kommt irgendwann eine Matrix raus, die viele Nullen hat unter Umständen, aber es muss nicht die Nullmatrix sein. In dem Fall schon, weil es nur einen Eigenwert gab. Okay, gibt es andere Fragen? Ich sehe keine Fragen. Okay, dann kann ich auch hier nochmal sagen, oder ich sollte es auch nochmal sagen, ja, wir nehmen natürlich nochmal die von vorhin. Warum sollten wir die nicht nehmen? Und es macht unser Leben wirklich einfacher, einfach zu überlegen, was kommt hinzu. Wenn es nicht einfach ist, sich zu überlegen, dann macht man es natürlich nicht, aber sehr oft ist es so, einfach sich zu überlegen, was hinzukommen muss. So, jetzt, genau. Jetzt haben wir das von E5. Der ging eben noch nicht, wie wir dann festgestellt haben, jetzt geht er. So, und der kommt hinzu. Das ist die neue Richtung, die dieser Hauptraum nun hat, im Gegensatz zu dem von vorhin. So, und das müsst ihr euch merken. Wenn ihr die neue Richtung direkt seht, das ist genau den Vektor, den ihr hinschreiben sollt. Klar, ihr habt eine Wahl, den könnt ihr multiplizieren mit einem Faktor zum Beispiel, aber ihr wählt am besten den einfachsten. So, und den finde ich wirklich am einfachsten, der 1-0. Gut, jetzt sind wir fertig. Wir haben die Haupträume und die Dimensionen. Die Dimensionen hatten wir letztes Mal schon, deswegen konnten wir die Ketten hinschreiben. Jetzt können wir die Ketten aber auch mit entsprechenden Levels bzw. Etagen hinschreiben und auch die Vektoren dort benennen. Also machen wir das mal ordentlich. Ich schreibe mal hier hin. Erste Etage. Zweite Etage. Und die dritte Etage. So, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Von daher könnt ihr mir natürlich sagen, wie viele Punkte sind denn jetzt in der ersten Etage? 2, sehr gut. Ja, das sind die 2 Punkte, weil das ist der Kern von dem n hoch 1. Gerade die Eigenvektoren, die Dimension des Eigenraumes. Zweite Etage sind auch 2, genau. Und die dritte Etage, die ist nur 1, genau. Und ihr seht, die Farben, die ich jetzt gemacht habe, sind genau die, die wir eben schon verwendet hatten. Hoffe ich zumindest, dass ich das durchgängig richtig gemacht habe. Also das ist die Richtung, die hinzukommt. Das ist das Neue in der dritten Etage. Das war das Neue, was in der zweiten hinzukam, die 2 roten Punkte.
Und die bilden jetzt unsere Jordan-Ketten. Das heißt, wir versuchen jetzt Vektoren zu finden, die so zusammenhängen, dass der zu dem zusammenhängt und hier unabhängig die zusammenhängen. Das sind die Jordan-Ketten. So, und jetzt vielleicht zur Bezeichnung. Die grüne Richtung, die hier hinzukommt, nennen wir Hauptvektor der Stufe 3 oder der Etage 3, ich sag mal Stufe 3. Das hier ist der Hauptvektor der Stufe 2 oder die Hauptvektoren. Das machen wir auch hier mal. Ja, das ist keine Einzahl, weil es gibt halt beliebig viele Vektoren, aber wir werden natürlich welche wählen. Letztendlich so. Und das sind die Hauptvektoren der Stufe 2. Und das sind die Hauptvektoren der Stufe 1. Und die haben einen eigenen Namen. Das sind Eigenvektoren. Aber die könnt ihr auch Hauptvektoren Stufe 1 nennen, wenn ihr wollt. So, aber am Ende müssen wir bei Eigenvektoren rauskommen. Die Frage, was jetzt die reinkam, ist es wichtig, welcher Punkt für welchen Vektor steht? Und ich würde sagen, ja. Und wir müssen aber noch rausfinden, welcher Vektor das wirklich ist. So, und jetzt fängt der Spaß an. Also das ist jetzt wirklich sehr lustig, was man machen muss. Und zwar fängt man oben an und geht dann nach unten. Das heißt, man wählt hier einen Vektor und bildet die anderen abhängig von dem. Von daher, wichtig zu merken, man beginnt immer mit der längsten Jordan-Kette, die man hat, also die wäre hier 3 lang. Mit der beginnt man, indem man die höchste Stufe wählt. Dann macht man sein Verfahren, was ich gleich beschreibe. Und dann wählt man im nächsten Schritt die nächste längere Jordan-Kette. Die könnte genauso lang sein oder halt ein bisschen kleiner, aber dann geht man zu der über und macht dann wieder dieses Verfahren. Und da muss man schon aufpassen, dass man halt nicht in die andere Kette reinläuft. Ja, also dass jetzt der rote Punkt zu dem blauen hier verbunden wird, das will man nicht. Die müssen unabhängig voneinander sein. Das heißt, da muss man aufpassen. Am Anfang noch nicht. Und jeder Schritt wird halt ein bisschen schwieriger, weil man darauf aufpassen muss. Okay, das machen wir jetzt. Es ist jetzt wichtig, welcher Vektor welcher ist. Von daher brauchen wir jetzt Namen. Ich weiß, im Skript haben die Namen, vielleicht nenne ich die jetzt genauso. Ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Bezeichnung ist. Ja, ich nehme das mal wie im Skript. Im Skript, vielleicht zeige ich das mal, damit ihr das abbilden könnt, warum ich die jetzt so nenne. So, also hier ist das Skript. Ups, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Zumindest halbwegs. Wo sind wir? War viel weiter. Wir sind bei der Jordan Normalform hier. So, und da seht ihr die Bezeichnung für die Eigenvektoren ganz unten. Die haben 2 Indizes, ja, weil sie von links benannt werden mit dem ersten Index und der rechte Index bezeichnet das Level und das ist das Level 1. So, und das machen wir jetzt auch mal, obwohl es oft hilfreich ist, würde ich sagen, die anders zu benennen, damit man nicht so viele Indizes hat. Aber das ist dann euch überlassen, wenn ihr es macht, in dem Fall in eurem Beispiel andere Bezeichnungen zu wählen. So, jetzt seht ihr nochmal hier das, dann machen wir es genauso. Das heißt, wir nennen den ersten, den wir hier wählen, x1, weil es der erste ist, aber im dritten Level, 3. Der hier ist x1, 2. Und der hier wäre x1, 1. So, und dann haben wir hier, der nächste wäre der zweite, also 2,2, weil im zweiten Level. Und der hier wäre x2,1, denn im ersten Level. Okay? Also das sind die Bezeichnungen, die wir für die Vektoren wählen. Und jetzt müssen wir oben anfangen, wie gesagt. Okay, soweit Fragen bisher? Ich sehe keine. Dann scrolle ich jetzt hier mal hoch und ja, hoffe, ihr seht noch alles. Dann machen wir jetzt mal das Verfahren. Also wir fangen oben an. Also der erste Schritt ist, wähle x1,3 und der ist grün. Ja, der ist im dritten Level. Und wir haben auch jegliche Freiheit bei der ersten Wahl. Und es muss nur ein Hauptvektor der dritten Stufe sein. So, also Hauptvektor der dritten Stufe. So, Hauptvektor der dritten Stufe heißt, ja, bedeutet genau zwei Sachen. Einerseits muss x1,3 im Kern
von a minus Lambda 1 i zu Potenz 3 sein. Und andererseits, und aber, x1,3 darf eben nicht im Kern unten drunter sein. Ja, sonst wäre es ja kein Hauptvektor der Stufe 3, sondern halt der Stufe 2. Unter Umständen noch niedriger. Aber auf jeden Fall muss er echt in der dritten Stufe sein. Okay, das ist wichtig. So müsst ihr ihn wählen. Und ja, Lukas sagt direkt, das ist der, den wir hier blau, grün eingezeichnet hatten. Das war die neue Richtung. Der war wirklich, erfüllt genau das. Das heißt, in unserem Fall ist es genau der. Ja, bevor wir das machen, erkläre ich aber euch noch, wie man jetzt die anderen bekommt. Wenn ihr das nämlich habt, dann, also das ist das allgemeine Vorgehen, dann könnt ihr die anderen Stufen festsetzen durch, das Runtergehen. Wie gesagt, der erste Index hier, der bezeichnet nur, in welcher Kette wir sind. Der ist also egal. Der nächste Index ist der wichtige. Das ist also eine Stufe niedriger. So, eine Stufe niedriger in der gleichen Kette bedeutet nun, ihr wendet diese Matrix N an. A minus Lambda 1 I angewendet auf die oder auf den Vektor der Stufe höher. Genau, multiplizieren mit N. Das ist das Verfahren. Die Formel ist so wichtig, dass ich sie hier einboxen werde. Das müsst ihr immer machen. Also durchgängig immer. Bei den ganzen Jordan-Ketten, das müsst ihr machen. Also für jede Jordan-Kette. So bilden sich die Jordan-Ketten. Denn durch dieses Verfahren, und das könnt ihr euch direkt überlegen, was das bedeutet, kommen diese Einsen über diese Hauptdiagonale. Ja, gerade da die Hauptvektoren so zusammenhängen müssen. Okay, wenn ihr euch das gemerkt habt, dann können wir jetzt anfangen, den Vektor hinzuschreiben. Also 1, 3 ist in unserem Beispiel 0, 0, 0, 0, 1. Und B2, der ist jetzt blau, der sollte aber eigentlich grün sein. Und der nächste hat welche Farbe? Der ist rot in unserem Level. Das heißt, der nächste wäre x1, 2. So, den könnt ihr jetzt ausrechnen. Was kommt raus? Also das angewendet und auf die Matrix. Auf der Vektor von rechts auf die Matrix angewendet. So, was kommt raus? Genau. Ja, das habe ich auch. So, wenn ihr nochmal zurückschaut, der steht jetzt nicht explizit in diesem Spann, also auch nicht in dem Kern vorher. Und ihr wisst, das muss auch nicht so sein. Der muss halt nur in dem Spann liegen. Ja, der muss nicht direkt das Element sein, was ihr dort hingeschrieben habt. Und ihr seht auch direkt, das ist eine leichte Linearkombination von den beiden, nämlich einfach den plus den ergibt genau das Element. Ist also genau richtig und so muss es auch sein. Und ihr seht auch, das ist eine Linearkombination von den roten, also von den Richtungen, die in der zweiten Stufe neu hinzukamen. Und so muss es auch sein. Es darf jetzt nicht direkt in die erste Stufe springen. Ja, durch die Konstruktion ist das aber gegeben. Ihr fangt in der dritten Stufe an, wendet die Matrix einmal an, also landet ihr echt in der zweiten Stufe. Okay, der letzte Schritt ist dann nochmal das hier zu machen. Das heißt, jetzt bekommt ihr x, 1, 1 im Blau. Das bedeutet, da nochmal diese Matrix N nehmen und wirklich die Matrix N, also jetzt nicht quadriert oder so, ihr nehmt wirklich die vom Ausgangspunkt. Also auch die kann ich gerne nochmal kopieren, damit diese Rechnung einmal da steht. Also die Matrix hier ohne die 3, das war unser N. Ja, die kommt hier hin. So, machen wir das mal. Nein. Gleich klappt's. So, schieben wir das mal dahin. Die multiplizieren wir mit dem Vektor von vorhin, also den hier. Ja, mehr ist das nicht. Okay, jetzt haben wir das und dann kommt was raus. Und das ist unser Eigenvektor. Habt ihr es schon hingeschrieben? 0, 1, 1, 0. Ja, perfekt, genau. Der kommt raus. So, wenn ihr jetzt nachschaut, der muss in der ersten Stufe liegen. Und der ist zufälligerweise auch schon direkt hier hingegeben. Also der ist keine Linearkombination, oder natürlich ist er eine Linearkombination, aber der ist direkt dort stehend. Das ist also eher Zufall, dass er dort steht. Im Allgemeinen ist es eine Linearkombination von den Basisvektoren, die er hingeschrieben hat. Okay, sehr gut. Das stimmt also. Und das ist unsere erste Jordan-Kette. Ja, also die drei Vektoren in der Kette zusammen
bilden die längste Kette, die wir hier haben, also die hier. Gut, und nun machen wir weiter. Ich scroll mal runter, mache das Update. Ja, bringen wir das mal hoch. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt wählen wir, und vielleicht sollte ich wieder schwarz schreiben. Im nächsten Schritt wählen wir den x22, den roten Vektor. Ja, also wähle. Ja, vielleicht schreibst du nochmal hin. x22. So, und wie wählen wir den? Das ist der rote in dem Level. Und der hat jetzt, das ist 0, 1, 0, 0, 0. Ja, das ist gut. Die Frage ist nur, warum wählen wir den so? Und das sollte ich vielleicht jetzt hier mal explizit hinschreiben. Wir wählen einen Hauptvektor. So, Hauptvektor der Stufe 2. So, was erfüllt der? Der erfüllt, dass jetzt x22 eben im Kern von a minus lambda 1 i hoch 2 liegt. Ja, das ist wieder Stufe 2. Und was auch Stufe 2 heißt, eben nicht in der Stufe unten drunter. Also er darf nicht im Kern hoch 1 liegen. Okay, das ist das Gleiche wie eben, aber wir wissen, wir brauchen ja noch mehr. Weil jetzt darf der Vektor eben nicht die gleiche Richtung haben wie der von vorhin. Ja, also ihr seht, ich zeige das hier links. Wir hatten hier x12. x22 darf jetzt nicht die gleiche Richtung abdecken wie der. Wenn das so ist, dann landen wir wieder in dieser Kette. Das ist schlecht. So, das heißt, das müssen wir auch ausschließen. Und das machen wir jetzt auch mal explizit hier in dieser Bedingung. Ich schiebe das mal so ein bisschen rüber und sage, naja gut, er darf nicht da drin liegen und er darf nicht in der Richtung von dem vorher liegen. Also das wäre x12. Also kommen jetzt alle Richtungen, die wir auf dem Level schon hatten, noch dazu. Ja, den hatten wir. Den müssen wir hier hinzumachen. Und dann dürfen wir natürlich auch keine Kombination von der schon Richtung, die wir schon hatten, und diesem Kern hier geben. Also kurz gesagt, Linearkombinationen sind auch verboten. Sonst laufen wir in die andere Kette rein. Also die Bedingung lautet dann, nicht im Spann von den beiden als Menge vereinigt. So, das ist die mathematisch richtige Bedingung, dass wir nicht in die andere Kette hineinlaufen. So. Jetzt, wenn man das nicht überprüfen kann in seinem Beispiel, ist das nicht schlimm, dann rät man halt einen passenden und hofft, dass das erfüllt ist. Dass es nicht die Richtung ist, kann man ja sehr leicht ausschließen. Und dann rechnet man einfach mal. Und dann sieht man, wo man landet. Ja, wenn man in der anderen Kette landet, dann war es halt falsch. Wenn nicht, dann war es gut. Ja? Also das ist legitim, würde ich sagen. Aber das ist die richtige Bedingung, die man überprüfen müsste. So, sollen wir das mal machen? Für den Vektor, der vorgeschlagen war. Ich schreibe es mal hin. Also der Vektor vorgeschlagen ist x22 0, 1, 0, 0, 0. Sollen wir das überprüfen, dass er die Bedingung erfüllt, oder glaubt ihr mir es? Na, ich frage einfach nochmal. Überprüfen, ja oder nein? Okay, also für die, die noch da sind, das sind noch so 40 Stück, die meisten wollen es sehen. Okay, dann versuche ich das mal kurz zu halten, indem ich nochmal hier die Bedingung hier hinschreibe. Machen wir es mal hier direkt. Das hier ist der Spann von, der passt hier nicht hin, der ist zu lang. Ich kopiere es nochmal hier raus, von hier oben. Also den hatten wir ausgerechnet, das ist der Spann hier. So, den kopieren wir mal runter. So, den machen wir ein bisschen kleiner. Ich hoffe, ihr seht das noch. Aber ich schreibe hier eigentlich relativ groß, das sollte es gehen. Und wir brauchen den Spann von dem ersten Level, der hier. Okay, so, den schreibe ich auch mal dahin. Und auch der etwas kleiner. Okay, so die zwei Spanns haben wir da stehen. So. Jetzt haben wir hier, jetzt scroll ich nochmal hoch, damit wir alles sehen.
x22 muss im Kern von dem hier liegen. So, das ist der Kern, ja, Kern, ich kürze jetzt einfach mal ab, von n Quadrat. So, und das hier war der Kern von n oder Kern von n hoch 1. So, okay, der liegt hier drin, wissen wir. Perfekt, ja, der ist nicht in die Richtung von dem anderen, das ist schon mal gut. Also der liegt da drin, wie wir wollen, und der liegt nicht in dem Kern von vorhin, weil er neuer hinzukam. Die Frage ist aber, naja, was ist das hier mit der Vereinigung von dem? Ja, also wenn der da noch hinzukommt. Und jetzt müssen wir überlegen, x12, das schreiben wir jetzt mal hier direkt drunter. So, das ist also jetzt der Spann. Jetzt können wir die zwei nehmen. 1, 0, 0, 0, 0. Den anderen können wir auch nehmen. Und jetzt kommt der andere hinzu. So, das ist jetzt der alte, also die Richtung, die wir vorhin hatten. Und das war nicht der hier. Das sieht jetzt nur so aus. Wir müssen nochmal hochscrollen. Es war hier 0, 1, 0, 1, 0. Ja, der kam raus. Das ist unser x1, 2. 0, 1, 0, 1, 0. So. Gut, jetzt die Frage, können wir aus der Linearkombination hier den bilden? Und ihr seht direkt, das geht nicht. Wir brauchen die 1 an der Stelle. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Vektor. Und wenn wir den haben, müssen wir die 1 wegbekommen. Die bekommen wir nur mit dem weg, aber dann kommt hier eine 1 rein. So, und die kriegen wir nicht mehr weg. Also kurz gesagt, ja, der liegt nicht in diesem Spann. Kann man direkt überprüfen. Ja, wenn man die Überprüfung weglässt, wie schon gesagt, dann sieht man, ob es richtig war oder nicht, indem man halt weiterrechnet und schaut, in welcher Kette man landet. Aber jetzt haben wir es überprüft, das heißt, wir wissen, das funktioniert jetzt. Wenn wir jetzt die nächste, also die Kette bilden, dann sind wir richtig und auch fertig an der Stelle. So, dann machen wir jetzt, was ist unsere Farbe für die Eigenvektoren? Das ist blau. Nehmen wir jetzt also x2, 1, neu definiert als Matrix n, angewendet auf den Vektor x2, 2. Und was kommt raus? Das ist wieder eine Frage für euch. Und nein, das war blau. Ja, das müsst ihr jetzt nochmal rechnen. Genau, 1 und ganz viele Nullen. Sehr gut. Ja, kommt direkt raus. Die Matrix haben wir jetzt schon oft gesehen. Hier steht sie nochmal. Ihr kriegt die Spalte hier raus, die zweite. Ja. Und das ist 1, 0, 0, 0. Und wir wissen auch schon, das ist ein Eigenvektor, das passt also. Ja. Und jetzt sehen wir auch schon, ja, die zwei Eigenvektoren, die am Ende rauskamen, waren genau die hier, die dort standen. Aber das war Zufall. Ja, das muss nicht so sein. Das haben wir am Anfang ja gewählt. Wir wissen ja nicht, was wir machen in der höchsten Stufe, um dann dorthin zu kommen. Das kann ein bisschen anders aussehen, aber hier passt es direkt. Da sehen wir, die Richtung hatten wir schon und jetzt kommt die Richtung noch hinzu. Also, wir sind fertig. Okay, jetzt haben wir unsere Ketten. Also, hier nochmal zusammenbringend. Das waren die Rechnungen, die wir gemacht haben. Jetzt scrolle ich mal auf die linke Seite. Genau. Wir haben jetzt die Kette ausgerechnet. Bei der Kette haben wir aufgepasst, dass wir nicht in die alte Kette hier zurücklaufen und haben jetzt auch die. Wenn jetzt noch eine Kette da wäre, machen wir das Gleiche nochmal. Auch hier nochmal überprüfen, dass wir nicht in die alten zurücklaufen. Das ist die Bedingung, die wir, naja, hier hatten, dass wir diese Richtung hinzunehmen und dann schauen, dass wir nicht in diesem Spann landen. Und dann gehen wir wieder Schritte runter. Und das ist schon alles. Ja, das muss man einfach ausrechnen. Und dann hat man genügend Vektoren für eine Transformationsmatrix. Ja, die muss ja invertierbar sein. Das heißt, wir brauchen 5 unterschiedliche Richtungen hier. Ja, und dadurch, dass wir die Hauptvektoren so ausrechnen, kriegen wir ja 5 raus. Ja, wir wollen ja genau die algebraische Vielfalt abdecken. Gut, das passt also. Also können wir alles zusammenfügen. Das ist jetzt Punkt 4 tatsächlich. Die Transformationsmatrix. Okay, Transformationsmatrix können wir jetzt einfach aufstellen. So, auch hier sage ich nochmal, im Allgemeinen müssen wir es ja für alle Eigenwerte machen. Das heißt, man macht das gleiche Prozedere nochmal für alle anderen, aber dann fügt man alle
zusammen in eine Matrix, die wir Groß X nennen. So, was steht da jetzt drin? Diese Ketten, die wir haben, in der umgekehrten Reihenfolge stehen sie drin. Ja, wir fangen beim unteren Level an und gehen nach oben. Ja, wir haben von links nach rechts gelesen. So, das heißt, hier in der ersten steht das untere Level X1. Naja, vielleicht mache ich jetzt mal keine Farben mehr. Da steht X1, X1. Ja. Nehmen wir jetzt mal alles schwarz. Ja, mehr passiert hier nicht mehr. So, also da steht der Hauptvektor in der ersten Spalte, dann steht das ist ja der Eigenvektor, dann gehen wir eine Stufe höher und dann gehen wir noch eine Stufe höher und das ist unser erstes Jordan-Kästchen. So, und deswegen ist auch wichtig, dass wir die komplett mit dem zu dem gleichen Eigenwert zusammenschreiben. Ja, jetzt kommt die nächst kleinere Kette. Das ist also x21 und dann x22. So, ja, ist ein bisschen verrutscht, aber jetzt wisst ihr, die hier gehören zu einem Jordan-Block. Also die ganzen hier sind unser Jordan-Block zu Lambda 1 gleich 1. Ja, und die einzelnen Ketten seht ihr hier auch noch. Das war das eine Jordan-Kästchen, 3 kreuz 3, Jordan-Kästchen. Und das hier ist das 2 kreuz 2 Kästchen. Ja, also zum gleichen Eigenwert. So, jetzt, wenn ihr noch mehr Eigenwerte hättet, dann kommen die jetzt hier hinten dran mit ihren eigenen Ketten. Wichtig ist, dass man die nicht mehr mischt. Ansonsten würde man ja den Jordan-Block zerstören oder zerreißen. Ja, das will man nicht. Okay, aber für uns sind wir hier fertig. Das ist die komplette Transformationsmatrix X. So, also die kann man jetzt nochmal aufschreiben. Ich mache das jetzt ganz schnell, weil die Vektoren haben wir ja schon. Es geht jetzt nur noch darum, die zu übertragen. Und dann ist es wichtig, dass ihr es richtig übertragt. Ja, wir fangen unten an. Also erst kommt der Eigenvektor. Dann kommt der erste Stufe und dann kommt der, den wir ganz am Anfang gewählt hatten, wenn ihr euch erinnert. So, und dann kommt die andere Kette. So. Ja, das geht doch ganz schnell. Das ist unser Ergebnis. So, wenn ihr das noch nie gemacht habt, empfehle ich euch, ein Beispiel zu rechnen. Ja, genau das, was wir jetzt gelernt haben, nochmal in Ruhe zu rechnen. Dann kommt was raus. Und dadurch, dass ihr auch die Jordan-Normalform schon kennt, ja, die können wir vielleicht auch nochmal hinschreiben, könnt ihr leicht überprüfen, ob das alles stimmt. Ja, also unser J sieht ja jetzt so aus, wie wir es wussten. Wir haben einen großen Block, ja, dieser Jordan-Block zu Lambda 1 gleich 1. Und in dem Block stehen die Kästchen. Ja, also hier 1, 1, 1, ein Kästchen. Und 1, 1, das andere Kästchen. Noch mehr Eigenwerte haben, sortieren wir dann nach Größe und Vielfachheit. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Ich würde es empfehlen, ja, dass wir irgendeine Ordnung reinkriegen. Ja, dann sortieren wir sie. Ist aber nicht so wichtig. Ja, wichtig ist, dass ihr einzeln die Jordan-Blöcke einzeln behandelt. Ja, und dann würde ich mit dem kleinsten oder dem größten anfangen. Nach Größe oder Vielfachheit, ja, das ist ja das Gleiche. Ja, ob ihr nach Größe oder Vielfachheit, weil die Größe des Jordan-Blocks ist ja die algebraische Vielfachheit. Aber du meinst die Größe von dem Eigenwert. Ah, okay, jetzt habe ich es wieder verstanden. Ja, genau. Ja, das ist nicht so wichtig. Also absolut nicht. Macht das, was ihr zuerst machen wollt. 0, 0, 1, 0 als x2, 2 wählen. Also man kann auch einen anderen wählen. Das sollte ich vielleicht von Anfang an sagen. Es gibt hier keine Eindeutigkeit. Ihr habt eine Wahl am Anfang. Ich habe auch am Anfang diesen allerersten hier als 0, 0, 0, 0, 1 gewählt, weil der mir am einfachsten schien. Aber ihr habt ja wirklich Freiheit beim ersten. Ja, also die Richtung ist hier schon ziemlich fest, aber es könnte mehr Richtungen geben. Aber dann könnt ihr natürlich jegliche Linearkombinationen wählen, die möglich sind. Also der könnte zum Beispiel skaliert werden. Ja, also es gibt keine Eindeutigkeit in eurer Wahl. Nur diese Bedingungen müssen stimmen. Und dann könnt ihr den auch wählen. Dann sieht eure Transformationsmatrix anders aus, als die von eurem Freund, der was anderes gewählt hat. Die Jordan-Normalform könnte auch anders aussehen, wenn ihr ja, die Kästchen anders sortiert. Wollen wir aber nicht. Wir wollen das größte Kästchen oben haben und dann die kleineren. Aber die Blöcke könnt ihr umwerfen, wie wir gerade diskutiert hatten. Also welcher Eigenwert der erste ist und so weiter. Aber dann ist die Jordan-Normalform eigentlich ziemlich klar.
die kann man gut vergleichen, aber das x könnte komplett anders aussehen, ja. Das ist leider so. Okay, bevor ich es vergesse, die Einsen über der Hauptdiagonalen müssen natürlich hier stehen in den Kästchen. So, also das ist die Euler-Normalform und das ist unser x dazu. So, dann überprüfen, ob das stimmt, könnt ihr machen, denn wir wissen ja, wir wollen j ist x hoch minus 1 ax. Das muss gelten. So, das heißt, ihr könnt das hier ausrechnen und schauen, ob j rauskommt. Ist ein bisschen blöd, weil dann müsst ihr die Matrix x wieder invertieren, was wieder Arbeit ist, die man nur zur Probe ja nicht unbedingt machen will. Deswegen alternativ dazu könnt ihr das auch auf die andere Seite bringen und dann rechnet ihr eben nicht die Inverse aus, sondern xj als Matrixprodukt und ax als Matrixprodukt. Ja, das ist super einfach. Das kann man auf dem Papier auch machen, wenn die 5 kreuz 5 groß ist. Ja, ein paar Spalten mit Zeilen multiplizieren, das kriegt ihr hin. Ja, und dann kann man das einfach machen und dann sieht man, ob man richtig gerechnet hat. Ja, das wäre die Probe, die man noch machen kann. Gut, ich glaube, das reicht zu eurer Normalform. Ansonsten fragt noch, was unklar ist. Und dann können wir zur nächsten übergehen, was die Singulärwertzerlegung wäre. Ja, ich warte mal noch kurz, wenn noch Fragen reinkommen. Dann beantworte ich die natürlich. Aber ich sehe jetzt erstmal nichts. Okay, den Poll kann ich mal schließen. Okay. Ja, wie gesagt, ihr habt viele Freiheiten bei der Wahl. Bei dem zweiten Schritt muss man schon aufpassen, dass man nicht in die andere Richtung läuft. Aber auch da hätte man einen anderen wählen können, ja. Und der, wer vorgeschlagen war, glaube ich, geht auch. Aber nochmal überprüfen dann. Gut. Wollt ihr die Singulärwertzerlegung sehen? Fragen wir nochmal in den Poll. Das ist zumindest das nächste Thema, was ich mir aufgeschrieben hatte. Okay, so. Von den 40, die es sehen wollen, ist die Mehrheit dafür. Oder die noch da sind. So, Singulärwertzerlegung. Irgendwie drehen meine Farben gerade durch. Naja. So, die Singulärwertzerlegung hatten wir noch nicht gemacht in der Hörsaalübung. Ja, in der Vorlesung ist alles schön behandelt. Ihr habt alle Vorlesungen jetzt als Videos da. Die könnt ihr euch diese Woche noch anschauen und dann noch entsprechend Fragen stellen. Und wenn dann immer noch Fragen offen sind, Übungen haben wir ja keine mehr, aber wir haben noch Sprechstunden. Ja, also nutzt das, schreibt denjenigen Mitarbeiter an und kommt in die Sprechstunde dann, ja, die dann halt auch wieder ja, über Zoom wahrscheinlich läuft. Aber dann könnt ihr da nochmal Fragen stellen. Nutzt das ruhig. Gut, also Singulärwertzerlegung sagt, wir haben eine Matrix gegeben. Die muss nicht quadratisch sein. Die kann komplexwertige Einträge haben oder reellwertige. Ich schreibe es wieder mit K auf. Einfach, wenn sie reellwertig ist, dann bleibt alles in den reellen Zahlen. Das ist in der Euler-Normalform nicht so. Das wisst ihr ja. Die Eigenwerte könnten komplex sein und dann kommen komplexe Zahlen rein, auch wenn die Matrix am Anfang reell war. Ja, also bei der Euler-Normalform kommt man nicht drum herum, komplexe Zahlen zu verwenden, je nach Matrix. Ja, bei dem Beispiel von eben war es gut. Da brauchten wir keine, weil die Eigenwerte waren alle reell. Kann aber passieren. Hier ist es egal. Wenn es reell ist, dann bleibt es reell. So, und jetzt suchen wir u und v, die quadratisch sind. Ja, Dimensionen kann ich vielleicht gleich hinschreiben. Und die sind dann eben unitär im komplexen Fall oder orthogonal im reellen Fall. So, das ist eigentlich schon alles. Und dann haben wir eine quadratische Matrix Sigma. Ja, die ist nicht wirklich quadratisch, aber so gut wie, weil die hat halt hier S1, S2 stehen und die laufen auf der Diagonalen. Aber ja, die Diagonale liegt irgendwie in dieser Matrix, wenn sie nicht lang genug ist oder breit genug. Das heißt, die hat die gleiche Größe wie A selbst, hat aber nur eine Diagonale, die dort besetzt ist. So, das heißt, was wir hier machen, ist eine Art Diagonalisieren, aber für beliebige Matrizen, selbst für welche, die nicht ja, diagonalisierbar sind und selbst für welche, die rechteckig sind. Ja, das ist also neu in diesen Matrix-Zerlegungen. So, und was ganz schön ist, auf der Diagonalen stehen auch nur positive Zahlen,
beziehungsweise Nullen. Also der größte steht oben und dann können wir es anordnen, bis wir zu Null laufen. Also wenn Nullen da sind. Aber es sind auf jeden Fall keine negativen Zahlen in dieser Sigma-Matrix. Okay, so, und dann haben wir die Diagonalisierbarkeit. Ja, nicht die Diagonalisierbarkeit, aber sowas Ähnliches in der Form. U Sigma V Stern. Ja, also orthogonale Matrix links und rechts, die eben nicht zusammenhängen. Das heißt, es ist nicht so schön wie bei der Diagonalisierung. Und ja gut, Sigma kann jetzt auch ein bisschen hässlicher sein von der Form, aber das liegt an der Matrix A halt selbst. Ja? Also merken bitte, am besten ist es, wenn die Matrix A hochkant ist, ja, also mehr Zeilen als Spalten hat. Und dann sieht U, ja, ist halt riesig in dem Fall. Also das ist unser U. Jetzt sollte ich das mal ein bisschen schöner malen. Und das hier ist unser Sigma. Und dann ist unser V-Stern eben halt klein. Aber quadratisch beide. So, also das wäre unser A. So, das ist der beste Fall. Wenn es nicht so ist, würde ich empfehlen, A-Stern auszurechnen. Ja, also wenn ihr A-Stern ausrechnet, dann ändert sich halt gerade die Anordnung. Eine Quermatrix wird halt hochkant. Und dann steht hier, was steht hier? V Sigma Stern, was ich aber wieder, was wieder Sigma ist, U Stern. So, das heißt, falls A nicht von der Form ist, sondern halt im Querformat vorliegt, dann würde ich sagen, macht einfach A Stern, nennt die Matrix B und macht genau das Gleiche, was jetzt auch passiert. Ja. Fragen soweit? Ansonsten würde ich einfach ein Beispiel rechnen. Weil das Prinzip haben wir in der Vorlesung, könnt ihr es nachschauen. Und hier mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Also wenn ihr ein Beispiel sehen wollt. Für die, die noch da sind. Ich weiß ja nicht, wer die Singulärwertzerlegung sehen wollte, ob der noch da ist. Aber ansonsten machen wir ein leichtes Beispiel mal. Dann sehen wir, was wir rechnen müssen. Okay, sehr gut. Okay, ich mache eine Hochkantmatrix, weil das Prozedere für die Singulärwertzerlegung und erstmal, ihr seht, das ist gut zu haben, ja, so eine Ersatz für eine Diagonalisierung, wirklich eine Diagonalmatrix zu kriegen. Das haben wir bei der Jordan-Normalform eben nicht. Das ist auch ein Ersatz, aber ein anderer, weil dann hängt diese Matrix X, also das, was links und rechts von der Matrix steht, das ist die gleiche Matrix, hat nur invertiert. Das haben wir hier nicht mehr, die hängen nicht zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Matrizen. Das verlieren wir halt. Aber es ist trotzdem gut, das zu haben, weil die Bestandteile halt einfach sind. Unitäre Matrizen links und rechts sind einfach zu handhaben und eine Diagonalmatrix sowieso. Also deswegen für so eine Rechteckmatrix ist das schon mal sehr gut, sie so zu zerlegen. Gut. Das Vorgehen ist so, dass man A Stern A ausrechnet. Und A Stern A wird halt quadratisch. Und da können wir unsere Methoden verwenden, die wir kennen. So, und weil A Stern A quadratisch wird, wird sie halt so groß wie ja, die Spaltenanzahl. Und deswegen ist hochkant so gut. So, in dem Fall, ja, kann man leicht ausrechnen, ist 5, 4, 4, 5. So, das ist das Vorgehen. Man berechnet A Stern A und dann die Eigenwerte davon. So, wenn ihr jetzt diese Landscape-Matrix habt, also die im Querformat, dann wird die Matrix ziemlich groß plötzlich, ja, weil ihr dann genau die andere Multiplikation macht, also genau falsch rum in dem Sinne. Ihr bekommt dann halt extrem eine große quadratische Matrix. Das geht auch. Das ganze Prozedere ist auch dann richtig, aber es ist dann einfacher zu sagen, na gut, dann mache ich ja erst die adjungierte und dann mache ich das gleiche Prozedere halt für die. Dann wird alles viel kleiner. Das würde ich empfehlen. Und das steht auch so im Skript. Und da war nämlich eine Frage im Forum dazu, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Es ist einfacher, das so zu machen, aber es ist nicht verboten, es trotzdem so zu machen. Okay, ich schreibe es dazu, hier diese Matrix, die rauskommt, A Stern A, die ist immer selbstadjungiert. Und selbstadjungiert heißt eben, sie hat nur reelle Eigenwerte, aber sie hat sogar noch mehr Informationen, denn alle Eigenwerte sind und, die Eigenwerte sind größer gleich 0. So, die rechnen wir aus. Aber das ist schon mal eine Überprüfung beim Rechnen. Wenn ihr negative Eigenwerte rausbekommt, habt ihr das falsch gemacht. Entweder bei Multiplizieren hier oder bei der Eigenwertberechnung. Gut, sollen wir die Eigenwerte mal ausrechnen? Vielleicht ist das jetzt auch
langweilig, weil das könnt ihr. Also ich schreibe es vielleicht ganz schnell hin. 5 minus Lambda, 5 minus Lambda, 4, 4. Da die Nullstellen bestimmen. Ja, ich schreibe es mal hin. Das ist nochmal unsere Multiplikation hier. Zusammenfassen und dann könnt ihr faktorisieren. Von mir aus auch PQ-Formel, was euch beliebt. Aber ihr findet die zwei Nullstellen als 9 und 1. Also die ordnen wir jetzt wirklich an. Also hier ist es mir jetzt wichtig, dass wir die Reihenfolge richtig wählen. Lambda 2 gleich 1. Ja, also hier, der Lambda 1 sollte der größte sein. Dadurch, dass die ja alle positiv sind, hat man auch kein Problem. Man kann sie ordnen. Also es könnte auch 0 rauskommen. Ja, also positiv oder 0. Aber den Lambda 1 sollte der größte sein. Lambda 2 der nächste und so weiter. Also geordnet, bitte. Das muss man machen, weil man halt in dieser Sigma-Matrix gerade diese Ordnung haben will. Okay, Fragen hierzu. Nee, okay. So. Singulärwerte nennen wir das. Und die schreibe ich jetzt mal hin. Die Singulärwerte sind die Wurzeln von diesen Eigenwerten. Singulärwerte von A. So, also diese Eigenwerte, die man ausrechnet, haben einen Namen. Singulärwerte. Und deswegen, ja, seht ihr schon, wenn wir das hier die Singulärwertzerlegung nennen, ja, kommt dieser Name rein. Okay, ich bringe das mal rüber. Die Normalform ist jetzt hier abgeschlossen. So. Ja, Singulärwerte von A sind jetzt diese Wurzeln von diesen Eigenwerten. Die nennen wir S1, Wurzel von Lambda 1, ist halt hier 3. Ihr seht, das Beispiel ist so schön gewählt, dass man da keine Wurzeln drin hat. Im Allgemeinen ist das leider natürlich nicht so. Also seid nicht verwirrt, wenn da Wurzel 2 sich die ganze Zeit durchzieht. Das passiert dann halt. Gut, Sigma sieht also wie aus? Wissen wir es, ab der Stelle wissen wir es. Hat die gleiche Struktur oder Form wie A selbst, also drei Zeilen, zwei Spalten. Und auf der Diagonalen stehen die Singulärwerte selbst. Ja, also hier steht jetzt diese 3 und hier steht diese 1. Und alles andere ist 0. So, die gleiche Form wie A heißt, so muss es aussehen. Ja, also deswegen, es ist nicht wirklich eine Diagonalmatrix, aber das ist das nächstmögliche dran an der Diagonalmatrix, wenn sie halt diese Rechteckstruktur haben muss. So, okay. Vielleicht soll ich mich etwas beeilen, dass wir noch die Ausgleichsrechnung machen können. Also, ich beeile mich. Mache schnell mit den Eigenvektoren weiter. So, Eigenvektoren heißt, V1 ist gegeben als ja, 1, 1 und normiert. Und V2 auch normiert. So, das sind die zwei Eigenvektoren zu der Matrix, die wir eben ausgerechnet haben, also A Stern A, zu den Eigenwerten von vorhin. So, die müssen normiert sein und die müssen orthogonal gewählt werden. Das geht immer, weil die ist eben selbst adjungiert. Das heißt, es gibt eine O und B aus Eigenvektoren bestehend. Und die muss man hier wählen. Und das sind die V-Vektoren, die man in die Matrix V einträgt. So, das heißt, das ist 1 durch Wurzel 2 und hier 1, 1, minus 1, 1. Ja, also V ist fertig. Da kommen die Eigenvektoren rein. Okay. Dann für U kann man jetzt auch nochmal Eigenvektoren berechnen und so weiter. Es ist aber ganz einfach, die Einträge von U zu bekommen, wenn man schon die Vs hat. Denn U1 ist dann 1 durch den Singulärwert und A angewendet auf V1 und so weiter. Das heißt, man bekommt hier nicht alle, aber schon mal ziemlich viele. Und das ist das A V2 natürlich. Und da steht der zweite Singulärwert. Gut, und das ja kann man jetzt einfach hinschreiben, ausrechnen. Der Singulärwert war 3, V1 war, was ist es, V2 und... Was habe ich vergessen? Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich wende das auf A an.
Und das ist 1, 1 und so steht hier 1, 4, 1. So. Ja, also der Vektor muss jetzt eben 3 groß sein, weil die Matrix war eben rechteckig. So, und U2 können wir auch ausrechnen. Und das schreibe ich mal nochmal hin, das U2, das ist also 1 durch Wurzel 2. Und jetzt wenden wir V2 an und dann steht da ja minus 1, 0, 1. Okay, wir wissen aber schon, und das ist das Bild von eben, U ist halt diese große quadratische Matrix, wenn wir halt in dem Hochkantfall sind. Das heißt, U ist 3 kreuz 3 groß. Das heißt, hier fehlt ein U. So, wie kriegen wir das letzte U? Wisst ihr das? Also finde U3. Nee, wisst ihr nicht? Ergänzen, genau. Also muss es so ergänzen, dass wir eine O und B haben. Also finde U3 so, dass U1, U2, U3 O und B sind. Und in R3 hat man das Kreuzprodukt, genau. Also das könnt ihr euch merken. Wenn ihr in R3 seid, habt ihr kein Problem, dann macht ihr das Kreuzprodukt, kennt ihr ja. Und im Allgemeinen, wenn ihr jetzt zum Beispiel im R4 seid, geht das natürlich nicht. Dann bleibt euch nicht so viel übrig, als zum Beispiel Gram-Schmidt zu machen. Ja, also Gram-Schmidt macht genau die Orthonormalisierung. Ihr müsst einen finden, der orthogonal auf allen steht. Also ihr könnt einen wählen und dann müsst ihr Gram-Schmidt machen. Also das ist ein bisschen mehr Arbeit. In R3 ist es ganz schön. Dann machen wir das Kreuzprodukt. U1, Kreuz U2. Und dann schreibe ich das Ergebnis einfach hin. Was ist 2 minus 1? 2. Also ich habe 1 durch 6. 4 minus 2, 4. Das sieht so ähnlich aus wie bei dir. Wahrscheinlich hast du den Vorfaktor nicht mitgenommen. Die Vorfaktoren sind natürlich dann auch entscheidend. Genau. Dann haben wir einen U3, der ja auch normiert ist, was wir für die O und B ja brauchen. Okay, dann schreibe ich das jetzt mal als U nochmal hin. 1 durch 3 Wurzel 2. 4 durch 3 Wurzel 2. 1 durch 3 Wurzel 2. So. Okay. Ja, das ist eine Beispielrechnung, die man machen muss, um die Singulärwertzerlegung direkt zu sehen. Das Prozedere, ja, kennt ihr jetzt auch. Ja, ich habe jetzt alle Schritte hingeschrieben und man muss ein bisschen mehr machen als bei der Euler-Normalform, die ziemlich klar ist, weil man halt hier noch ergänzen muss. So, und jetzt sind wir fertig. Ich schreibe das Ergebnis schnell hin. A ist U mal unser Sigma, 3, 0, 1 und hier 1 durch Wurzel 2, V Stern eben. So, das heißt, da müssen wir noch einmal transponieren. Okay, könnt ihr überprüfen, kommt A, A kommt nochmal raus. Okay, Fragen dazu? Ja, also hier am besten auch nochmal ein Beispiel rechnen. Dann lernt ihr es am besten. Okay. Wenn es keine Fragen gibt, dann gehe ich weiter zur Ausgleichsrechnung. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit dafür. Und dann ist das Semester beendet für mich zumindest. Und die Ausgleichsrechnung. Ja, das ist Kapitel 10. Ist wichtig, weil klar, wir haben eine Klausur, die alle Kapitel abdecken soll. Also vergesst nicht, auch Kapitel 10 noch zu lernen mit der Vorlesung. Wir haben jetzt halt keine Übung mehr dazu, deswegen erwähne ich es nochmal explizit. Ja, also übt das nochmal und ich kann euch jetzt mal sagen, was man üben kann. Also ihr habt Datenpunkte gegeben. Und man versucht jetzt halt so ein Funktionen-Fitting zu machen. Ja, das kennt ihr in Anwendungen. Wenn ihr Physik in der Schule hattet, dann wisst ihr auch, dass das wichtig ist, wenn man Experimente gemacht hat und weiß, jetzt will ich mal schauen, ja, ob die Datenpunkte auch da liegen, wie ich es erwartet habe, beziehungsweise ich finde die Parameter meiner Funktion. Und deswegen schreibe ich es jetzt auch hin. Man hat einen Funktionstyp,
Man weiß schon, wie es ungefähr verlaufen soll. Von mir aus exponentiell, linear. Sowas weiß man. Das heißt, man hat unbekannte Parameter in dieser Funktion, die man bestimmen möchte. So, und das funktioniert mit linearer Algebra, naja, wenn diese Parameter linear in diese Funktion eingehen. Und das ist oft der Fall. So, und was will man machen? Naja, man will möglichst gut diese Parameter finden zu den Datenpunkten. Also Parameter für f so finden, dass, naja, diese Fehlerquadrate, Abweichung von den Datenpunkten von der Funktion selbst, also hier würde yj stehen zum Quadrat, wenn das minimal wird. Ja, wenn man das auf 0 bekommt, dann wird die Funktion direkt auf den Datenpunkten liegen. Für Experimente ist das unwahrscheinlich, weil man halt immer irgendwelche Zufallsfehler drin hat. Das heißt, man macht wirklich ein Fitting, eine Anpassung, die das minimiert. Ja, und da funktioniert die lineare Algebra. Ich male mal ein kurzes Bild, dass man sich das vorstellen kann, was man haben könnte. Also Datenpunkte, eben Graphen, x, y, y. Und ja gut, das ist jetzt keine Gerade, aber nun suchen wir eine Gerade, die möglichst gut nah an diesen Datenpunkten liegt. Und deswegen hat man diese Fehlerquadrate, ja, Abstand von ja, der Geraden selbst, quadriert und aufsummiert, alle diese Abstände hier. Okay, das, was passiert, und das wollen wir minimieren, und da hilft die lineare Algebra. So, jetzt können wir noch in den letzten 5 Minuten ein Beispiel machen. So, das können wir auch problemlos noch machen. Also ich schreibe mal hin, wir haben ein Beispiel mit einer Tabelle. Sagen wir, wir haben x, y. So, jetzt haben wir hier 0, Pi halbe, Pi, 3 halbe Pi und 2 Pi. Ich nehme das mit Pi auf, weil wir ja, Sinus-Cosinus-Funktionen reinbringen wollen. Wenn das jetzt nicht Pi ist, hat man da halt auch mal eine gewisse Ungenauigkeit drin, was nicht so schlimm wäre. Ja? Man hätte trotzdem die Datenpunkte. So, die Parameter sollen linear in die Funktion eingehen. Das heißt, man könnte sagen, na gut, ich habe halt Alpha plus Beta Cosinus x plus y Sinus x. Und jetzt, ja, das ist die Funktionstyp, der ist gegeben. Ich weiß, meine Datenpunkte sollten so laufen. Jetzt habe ich hier y, das soll natürlich ein Gamma sein. So, ich habe hier meinen Funktionstyp, weiß aber diese Parameter nicht. Ja, also die sind gesucht. Und die gehen linear ein. Ja. Ich multipliziere zwar mit einer komplizierten Funktion, aber da steht nicht Beta-Quadrat, da steht Beta. Ja. Das ist wichtig. Gut, die können wir minimieren, indem wir erstmal eine Matrix aufstellen, die genau diese Information hier hat. Ja, also Matrix A sieht dann so aus. Ich multipliziere mit meinen Parametern. Und rauskommen sollten die Datenpunkte selbst, also hier 3, 3, minus 1, 5, 1. Na gut, und das erste ist die Konstante. Das heißt, da steht sowieso nur Einsen hier. Ja, jetzt muss ich aufpassen, ich brauche 5. Und dann kommt der Cosinus. Der Cosinus muss man hier halt einsetzen. Was ist der Cosinus von 0, von Pi halbe und so weiter? Ich schreibe das einfach schnell hin. Das könnt ihr überprüfen, dass das natürlich richtig ist. Und dann der Sinus von den x-Werten. Also da haben wir hier die 0, 1, 0, minus 1, 0. So, das ist unsere Matrix A. So, das ist also A. Und wir suchen eine Lösung. So, die existiert aber nicht, weil dafür müssen die Datenpunkte genau getroffen werden. Und das ist selten der Fall. Der Funktionstyp muss gegeben sein, genau. Wenn der Funktionstyp nicht gegeben ist, dann weiß man nicht, was man machen soll. Ja, also stellt euch das so vor, ich habe Datenpunkte und ich habe ein physikalisches Gesetz, was gelten soll, und jetzt muss ich nur die Parameter finden, für die Werte in diesem Gesetz herauszufinden. So, das Vorgehen ist dann hier die normalen Gleichungen zu lesen. Normalen Gleichungen lösen. So, normalen Gleichung ist das Vorgehen in der linearen Algebra, um so ein Minimierungsproblem zu lösen. Und das funktioniert mit orthogonaler Projektion. Schaut euch das im Skript nochmal an, warum das funktioniert. Also ganz wichtig, ich habe jetzt leider keine Zeit, das zu erklären. Was nicht daran liegt, dass ich das nicht gerne erkläre oder dass ich am Ende hier so gehetzt die Hörsaalübung mache, sondern einfach,
ja, wir machen halt viel und am Schluss ja, muss ich es irgendwie abschließen. Ja, also eine Interpolation ist es, der Funktionstyp ist aber gegeben. Ja, also wir bestimmen nicht den Funktionstyp selbst, weil das ist auch schwierig, weil wir haben ja Datenpunkte. Man kann immer irgendeine Funktion finden, die da passt. Aber die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ja, weil die Datenpunkte kommen irgendwo her und die haben Fehler drin. Es bringt nichts, die jetzt einfach so zu verbinden und sagen, das ist meine Funktion. Die trifft die Datenpunkte perfekt. Das ist selten, dass man das will. Das ist genau falsch eigentlich. So, das heißt, der Funktionstyp, der muss irgendwie drin sein und man weiß, wie man fittet. Und linear fitten ist, was ganz oft passiert. Hier fitten wir mit dieser Kosinus- und Sinusfunktion. Okay, ihr berechnet A-Stern A und ihr rechnet A-Stern B und das kann man lösen. Ja, also das ist jetzt wirklich lösbar. Das hier oben, was wir eben hatten, ist eigentlich nicht lösbar, deswegen schreibt man hier oft ein ungefähr. Ja, und weiß, naja, ich will es ungefähr lösen und die beste Lösung ist, die Fehlerquadrate zu minimieren. Und das bekommt man mit der normalen Gleichung. So, das heißt, die Matrix ausrechnen, dann kommt was raus und dann kriegt ihr eine Lösung für Alpha, Beta, Gamma. So, weil man meistens mehr Datenpunkte hat als Parameter, ist auch die Matrix meistens in Hochkantformat und wenn dann die Spalten noch linear unabhängig sind, was auch oft vorkommt, ist die Lösung sogar eindeutig. Ja, aber letztendlich suchen wir natürlich nur eine Lösung. Aber oft ist die eindeutig dann in der normalen Gleichung. So, das heißt, man findet eine Lösung, wir finden die Parameter und in dem Fall wäre diese gesuchte Funktion 2 plus Cosinus x minus Sinus x. So, und das ist, könnt ihr mal überprüfen, ob das mit den Datenpunkten irgendwie passt, was auch oft rauskommt. Und bei der Aufgabe, die sagen, ist es auch ungefähr so, dass man sagt, naja, die Datenpunkte liegen doch ziemlich weit weg, vielleicht passt der Funktionstyp doch nicht so ganz auf die Datenpunkte. Da muss man sich eher theoretisch Überlegungen anstellen, naja, was ist denn das Problem, bevor man irgendwie einen anderen Funktionstyp einfach hinwirft. Ja, also das ist dann ein Problem der Datenanalyse und nicht unser Problem in der Mathematik. Also jetzt für die lineare Algebra zumindest. Das wird noch ganz oft vorkommen in eurem Studium. Wir geben euch jetzt mal eine Möglichkeit, das auszurechnen. Gut, ich bin mit 2 Minuten drüber, aber ich habe alles gemacht, was ihr wolltet, die Themen, außer noch was dazwischen kam mit dem Monombasis. Das tut mir leid, das machen wir nicht mehr, aber das können wir gerne in der Sprechstunde machen, also entweder in meiner Sprechstunde oder in anderen Sprechstunden. Geht einfach dorthin, stellt eure Frage, fragt nach einem Beispiel oder ja, sonstigen Sachen. Gut, gibt es soweit noch Fragen? Okay, also wenn es noch Fragen gibt, einfach in den Chat schreiben. Ansonsten wünsche ich euch schon mal eine gute Klausurvorbereitungszeit. Wir sehen uns dann wahrscheinlich zur Klausur selbst wieder oder halt in den Sprechstunden, wenn ihr dort reinkommt. Also genießt die Zeit, nutzt die Zeit und es hat mich gefreut, dass ihr hier immer da wart live. Und natürlich, die Videos könnt ihr gerne noch weiter anschauen. Die bleiben online. Gut. Ja, dann gerne bis zu einem anderen Semester, einer anderen Veranstaltung oder sonst, wo wir uns sehen. Alles Gute euch. Bis bald.